Eines ist klar, die Notenbanken sind die Spender der Liquidität und das, was an den Märkten zählt, ist Liquidität und die Märkte sind jetzt zuletzt gestiegen, weil etwa die US-Notenbank dovischer geworden ist, signalisiert hat durch mehrere Sprecher, naja, es könnte doch jetzt Schluss sein mit der Anhebung der Zinsen. Guckst du auf die Renditen, die nehmen uns die Arbeit ab, also die gestiegenen Kapitalmarktzinsen erfordern keinen weiteren Zinsschritt mehr, so etwa gestern Bostik, so andere. Und das ist natürlich perfekt für die Märkte, die konditioniert sind wie Pavlovsche Hunde auf diese Geldpolitik der Notenbanken, auf die Liquidität. Und sie sind dadurch manchmal ein bisschen einseitig und ignorieren andere Dinge, wie zum Beispiel derzeit geopolitische Risiken, die aus meiner Sicht mit großer Wahrscheinlichkeit in einen geopolitischen Schock münden werden. Und während die Märkte jetzt den süßen Sirenen der Fed lauschen und sagen, oh, hörst du, sie wollen die Zinsen nicht mehr anheben, aber sie sagen auch nicht, dass sie die Zinsen senken. However, während die Sirenen so süß klingen, braut sich da etwas zusammen, was die Märkte, glaube ich, das ist meine Auffassung und die wird immer mehr bestätigt aus meiner Sicht durch die Entwicklung, komplett nochmal schocken wird. Eins nach dem anderen. Schauen wir uns zunächst mal diese Aussagen an wie Bostik. Ja, wir brauchen keinen Zinsschritt mehr, wenn eben die Renditen hoch sind. Ich hatte das gestern schon thematisiert. Normalerweise haben dann Aktienmärkte eine gute Zeit, es sei denn, es kommt eine Rezession. Das ist der entscheidende Faktor hier jetzt in diesem Spiel, selbst wenn die Fed die Zinsen nicht mehr anhebt. Jetzt hat ein Insider, wie hier Reuters berichtet oder Wall Street Journal, gesagt, die gestiegenen Bondrenditen werden wahrscheinlich in einer verlängerten Zinspause jetzt resultieren oder münden. Ja, aber es ist natürlich so, dass wenn die Fed sagt, ja, wir werden jetzt Zinspause machen, weil die Renditen gestiegen sind, dann werden wahrscheinlich die Renditen wieder fallen, was die Fed dann in wieder eine ähnliche Situation bringt. Dann würden die Aktienmärkte wieder steigen, was die Fed wieder in die Situation bringt, dass Nachfrage entsteht. Nachfrage erzeugt Inflation. Wir haben heute um 20 Uhr ja das Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Sitzung. Interessant auch die Aussage von Daly, die sagt, ja, zukünftig könnten wir die nominelle neutrale Rate auf 2,5 bis 3% anheben. Mit anderen Worten, wir wären bereit, eine höhere Inflation zu tolerieren. Paul hat das ja ganz klar zurückgewiesen, aber es ist natürlich hier sehr verlockend, wenn du die Inflation nicht in den Griff kriegst, wirklich dann einfach dein Inflationsziel anzuheben. Heute, wie gesagt, wichtig, Erzeugerpreise 14,30. Warum sind die heute besonders wichtig? In den letzten Monaten war es immer so, dass die Verbraucherpreise, CPI, immer vorher veröffentlicht wurden und dann kamen später die Erzeugerpreise, sodass die Erzeugerpreise eigentlich dann, naja, nur so ein kalter Kaffee waren, so ein Abklatsch waren. Hat man schon eh gedacht, wenn CPI so und so ausfällt, dann werden die Erzeugerpreise so ausfallen. Diesmal kommen die Erzeugerpreise zuerst, also vor den morgigen CPI-Daten. Deswegen sehr, sehr wichtig heute meines Erachtens. Wir haben gesehen, dass die Erzeugerpreise jetzt seit 2 Monaten wieder angestiegen sind. Wie werden sie ausfallen? Als Indikation für die morgigen Verbraucherpreise. Wir haben gestern ja diese Rallye gesehen. Bums, jinget nach oben. Und vor allem Small Caps sind gestiegen. Vor allem haben wir gesehen, dass es dann auch wieder nach unten ging, aufgrund geopolitischer Risiken. Diese Rallye sehr stark ein Short Squeeze. Schauen wir uns mal an, wer denn da vorne ist. Sehen wir Utilities, defensiver Sektor. Consumer Staples, defensiver Sektor. Technology weit unten, erstaunlicherweise. Wir sehen, dass Microsoft, Apple und Google nicht zulegen konnten. Normalerweise sind das dann die Werte, die ja letztendlich die ganze Geschichte treiben. Gut, wir sind natürlich auf Wochensicht noch deutlich positiv, hier mal die verschiedenen Aktien seit Beginn der Woche. Und ja, wenn man jetzt mal übergeordnet einen Saisonalitätschart nimmt, ohne dass die typischen Vorwahljahre mit einzubeziehen, dann wäre natürlich ab jetzt ungefähr die Wende erreicht und das scheint ja auch logisch mit dieser dovischen Fed und es scheint logisch, dass es diese Rallye gegeben hat angesichts der sehr pessimistischen Stimmung, Fear and Greed Index, Privatkunden in den USA, Stimmung AAII, wir hatten geringe Positionierung der Vermögensverwalter NAAIM und. Also das ist klar und das passiert jedes Mal so, wenn die Furcht groß ist, dann geht es nach oben und jedes Mal, wenn die Gier dann zu groß wird, dann geht es perspektivisch immer nach unten. Wir sehen, dass wir beim S&P 500 hier jetzt so in die Mitte
dieses Gaps reingelaufen sind. Wir haben die Unterkante des Gaps übertroffen, aber haben die Oberkante des Gaps nicht erreicht, sind dann ein bisschen nach unten gekommen. Und jetzt will ich mal ein paar Unstimmigkeiten dieser Rallye hier zeigen. Normalerweise ist es so, wenn die Yield Curve, die Zinskurve, sich invertiert, also negativer wird, dann ist das positiv für die Aktienmärkte. Wenn das Gegenteil passiert, wenn also die Zinskurve sich wieder versteilt in Richtung Null, negativ. Wir sehen gestern starke Rallye oder Rallye, aber Zinskurve nicht praktisch hier in Richtung stärkere Invertierung gelaufen. Wir sehen Kupfer gestern nicht gestiegen wirklich, sondern gefallen, hat diese Rallye nicht mitgemacht. Wir sehen trotz der durchweg positiven Indizes in den USA Aktien und über ihrem 50-Tages-Durchschnitt wieder gefallen. Erstaunlich bei einer Rallye, dass diese Kurve hier so deutlich zurückgeht. Das Einzige, was derzeit stimmig ist, das ist der Dollar, der schwächer wird, eben aufgrund dieser dovischen Fed. Macht Sinn, klar. Und kommen wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Da haben wir interessante Beobachtung, wie ich finde. Hedge Funds, die haben zunächst mal AI Beneficiaries verkauft und Buying AI Disruption. Also sie versuchen jetzt sozusagen das zu kaufen, was sozusagen disruptiert wird durch Tech. Aber hier vielleicht noch wichtiger nochmal zur Fed-Politik. Wir haben mehr als die Hälfte der US-Firmen, die Negative Profit Margins haben, also negative Profitmargen haben. Die konnten nur so überleben und so wirtschaften, eben aufgrund des Nullzinsumfeldes. Jetzt haben wir positive Realrenditen über 2%. Und Paul hat das ja ausdrücklich begrüßt. Und das ist sehr wichtig für eine Gesundung auch des gesamten Finanzumfeldes, dass die Realrenditen, also Kapitalmarktzinsen minus Inflation, dass die positiv bleiben, damit sozusagen hier Risiken wieder bepreist werden können, Kapital richtig allokiert werden kann. Das sind sonst, wenn du in der Nullzinsphase Fehlallokationen von Kapital hast, wird dir das irgendwann um die Ohren fliegen, wenn die Zinsen steigen. Das steht uns noch bevor. Ein bisschen was ist uns um die Ohren geflogen mit den US-Regionalbanken. Nochmal zurück zum S&P 500. Hier sehen wir, hier es ist nach oben gegangen, nach dem Fall von 8,5%. Wir sind noch unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und zwar so ziemlich mittendrin, wie wir hier sehen, wenn Sie das sich mal anschauen in diesem Chart. Und die Frage ist, ist dieser Boden jetzt erreicht oder werden wir nochmal ein tieferes Tief sehen und etwa die 200-Tageslinie rausnehmen? Und aus meiner Sicht ist das durchaus wahrscheinlich. Auch wenn ich da in der Minderheit bin, weil jetzt alle sagen, ach super, siehst du, Fed nicht mehr so hawkisch und dann hast du Saisonalität, also geht es nach oben, weil sie sagen, dieser Konflikt, dieser Iran-Israel-Konflikt oder dieser Israel-Krieg, das ist doch wie Ukraine, da kümmert man sich dann letztendlich nicht mehr großartig drum. Der Unterschied ist aus meiner Sicht, dass Ukraine-Krieg klar definiert ist auf dem Territorium der Ukraine, der Westen liefert Waffen. Man versucht sich möglichst nicht direkt über Soldaten in diesen Krieg einzumischen. Das dürfte anders werden hier in diesem Iran oder in diesem Israel-Drama, das sich hier abspielt. Vor allem dann, wenn eben Israel in den Gaza reingehen wird. Was passieren dürfte mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit. Vor allem sehen wir jetzt, dass von syrischem Territorium Bombardements der Golanhöhen, die von Israel ja besetzt sind, oder zu Israel oder Israel für sich beansprucht, dass hier diese Bombardements passiert sind. Jetzt sagt Israel oder hat Israel zurückgeschossen. Israel wird früher oder später Ziele in Syrien angreifen. Jetzt haben wir auch die Aussagen zum Beispiel der Houthi im Jemen, die sagen, naja, wenn die Israelis im Gaza einmarschieren, dann werden wir Missiles auf Israel schmeißen. Also wir sehen diese totale Ausweitung. Das ist nicht wie Ukraine-Krieg irgendwie klar definiert. Ganz klar hier, das ist das Territorium, wo dieser Krieg stattfindet, sondern der ist sozusagen ausweitbar und weitet sich derzeit aus. Hier sehen wir, dass die Israelis jetzt in den letzten Zügen der Aufklärung sind, bevor sie dann in den Gaza reingehen, den sie platt machen werden. Sie werden versuchen, dass die Hamas dort nie wieder in irgendeiner Form
Fuß fassen kann. Die palästinensischen Medien sagen übrigens, Israel hat ja aufgefordert, flieht Richtung Ägypten. Israel, man schickt, verschickt SMS und so weiter und so fort. Die palästinensischen Medien sagen, bleibt hier, wir leben in unserem Haus und wir sterben in unserem Haus. Zeigt, dass ihr alle hinter dem Widerstand steht. Die Amerikaner schicken jetzt den zweiten Flugzeugträger. Gestern hat Biden ganz klar gesagt, ich will den Kongress fragen, urgent action to help Israel, also mehr Geld für Israel. Jetzt sehen wir, dass direkt Truppen, amerikanische Truppen, Spezialeinheiten in den Gaza reingehen werden. Und dazu bedarf es natürlich vorher der Invasion oder des Einmarsches israelischer Truppen in Gaza. Hier kommt der zweite, oder das ist der Flugzeugträger, der schon da ist, den zweiten haben wir vorhin gesehen. Und dann eben Senior Iraqi, Yemeni Leaders aligned with Iran und sagen, wir werden auch Ziele der Amerikaner angreifen und so weiter und so fort. Also Stützpunkte der Amerikaner im Nahen Osten. Also hier sehen wir diese Eskalationsspirale, die die Märkte in ihrer Fixierung auf eben die Zinsfrage aus meiner Sicht komplett unterschätzen. Und interessant auch, dass jetzt hier einige Fronten aufbrechen. Black Lives Matter, die ja in den Medien sehr positiv dargestellt werden, haben sich jetzt eindeutig pro-Palästina positioniert. Firmen wie Google und andere Gutartige, die sehr viel Geld in Black Lives Matter und andere Organisationen dieser Art reingesteckt haben, sind natürlich jetzt in einem ziemlichen Dilemma, das kaum aufzulösen ist. Abschließend China. Real Estate isn't likely to end anytime soon, nämlich das Platzen der Real Estate, der Bubble. Mehr als 80% der befragten Chinesen sagen, sie würden jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form sich an Immobilien rantrauen. Jetzt fordert ein großer Hedgefonds schon auf, die Regierung kauft doch direkt Aktien, um die ganze Geschichte ein bisschen zu pumpen. Die goldene Woche gestern, oder ist ja zu Ende seit Beginn dieser Woche, ist mäßig gelaufen, nicht schlecht, aber ist, man sieht, dass die Konjunktur in China nicht so richtig vorankommt. Wir sehen Buffett, der nimmt jetzt Banken und Versicherungen ins Visier. Ist das eine Idee, die vielleicht auch für Sie interessant ist? Gucken Sie mal seine Argumentation an. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Und das ist, glaube ich, auch etwas sehr Entscheidendes. Die Baupreise für Wohngebäude weiter nach oben gehend. Es wird also immer teurer. Auch das ist natürlich inflationär, führt aber dazu, dass immer weniger Leute sich das wirklich leisten können. Wir kriegen da ein Riesenproblem in Sachen Immobilien. Zu wenig Wohnraum, das wird das ganz große Thema sein, weil sich der Neubau aufgrund dieser Regularien, die jetzt ein bisschen, aber nur ein bisschen abgeschwächt wurden, praktisch nicht mehr lohnt, nicht mehr darstellbar ist. Also diese beiden Empfehlungen 14:30 reinschauen bei den Erzeugerpreisen bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus, ciao.